Und damit willkommen zu einem weiteren kleinen Projekt. Und zwar Revenge of the Titans. Die Rache der Titanen. Wie man auch schon beim Recording-Test gesehen hat. Ich habe mir das Spiel für 99 Cent bei Steam geholt. Nur indem ich Sachen aus meinem Inventar verkauft habe. Wie auch Gegenstände aus CSGO und so weiter. Ja. Auf jeden Fall, das Spiel würde sonst 9,99 € kosten. Ich habe es mir aber im Summer Sale für 99 Cent geholt, also 90% reduziert. I love your Steam. Und, ja. Ihr werdet dann sehen, wie das Spiel so ist im Großen und Ganzen. Oh, ja, ne? So, okay, das passt. Gut, spielen. Und wir machen die einfache Kampagne, weil die normale Kampagne arsch schwer wird. Also die Schwierigkeit steigt irgendwann wirklich so exponentiell an. Und das meine ich ernst, das ist verdammt krass teilweise. So, okay, einfache Kampagne. Basingstoke. Willkommen auf der Erde. Eingehende Nachricht. Titanen auf dem Vormarsch. Brauchen dringend Hilfe. Bodenangriff steht unmittelbar bevor. Die Invasion hat begonnen. Yay. So. Der Turm. Neuer Turm. Blaster. Eine Formation übel Titanen gesendet nähert sich aus dem Norden. Blasten. Blastertürme zwischen uns und ihnen aufbauen. Okay. Gut. So. Basingstoke kenne ich nicht. Aber das, teilweise scheint es auf echten Orten auf der Erde zu basieren, daher muss es wohl irgendwo einen Basingstoke geben. Man kann übrigens mit Tab vorspulen, was ich auch im Aufnahmetest gemacht habe. Ich habe da nichts vorgespult, das war wirklich nur mit der Tab-Taste im Spiel. Mission erfüllt. Makellos, ja, ja. Es ist halt, wie gesagt, das steigt noch an. So, auf der Map gibt es auch manchmal und manchmal weniger Kristalle. Und die können wir mit Raffinerien abbauen, sodass wir pro 3 Sekunden oder so pro Sekunde halt Geld machen. Mit den Raffinerien. Und das ist halt gut für die Kriegskasse. Wir brauchen viele Raffinerien, genau. So. Ich arbeite die Kristalle mit E, kann man auf die ranzoomen. Und wir bauen hier gleich mal eine Raffinerie. Eine wird erstmal reichen. Eigentlich ist es meistens so, man sollte mindestens pro Kristallquelle. Sind doch unterschiedlich groß. Sollte man halt mindestens immer ein Raffinerie machen. Fokus-Quelle halt. Makellos, natürlich. Wir kriegen auch immer Geld am Ende der Mission, für was wir gemacht haben und ob wir halt, ob die ins Gebäude zerstört haben oder nicht. Titan. Gidros. Okay. Scheint ein bisschen stärkerer Titan zu sein. Wir könnten jetzt sofort auf die schweren Blaster investieren. Oder auf Ortungssysteme, Batterien, Kühltürme. Kühltürme an Blastern erhöhen die Feuerrate von den Blastern und Batterien erhöhen die Munitionskapazität. Aber die brauchen wir bis jetzt noch nicht. Wir könnten auf Kaffee investieren, was uns nochmal 2500 Dollar bringt. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Positronenstrahlsplitter.
Xenobiologie, Teilchenphysik, Chemie. Chemie kann ich gar nicht ausstehen. Machen wir mal den schweren Blaster. Er kostet das Doppelte, hat aber auch viel mehr. Macht viel mehr Schaden und so weiter. Und er braucht weniger Muni, das ist auch gut. Eine größere Kristallquelle, das ist 3000 wert, das ist sehr schön. So. Schwerer Blaster. Machen wir mal so. Und so, wir haben ja genug Geld. Später kommen noch Upgrades dazu, die man hier sehen kann, unten rechts, wo der Fall ist. Da gibt es zum Beispiel dann eine Smart-Bombe, so eine Art Ausraster, wo alle Türme halt nochmal stärker werden für ein paar Sekunden. Dann Froststarren, Schild und Reparaturboni. Und das ist eigentlich klar, was die machen wahrscheinlich. Mission erfüllt, makellos. Ja, das wird man in der ersten Version Mission wahrscheinlich noch bekommen, aber dann später auf keinen Fall mehr. Natürlich mehr Feuerkraft. More Power! Phasenverstärker. Positronenstrahl, Effizienz, Xenobiologie, Teilchenphysik, Chemie. Was brauchen wir denn für den hier? Wir brauchen da Kühltürme. Und das hier. Also würde ich sagen, machen wir erstmal Kühltürme. Genau. Alles klar. So. Da sind die Quellen. Erstmal pro Quelle eine Raffinerie. Und bauen uns gleich mal ein paar schwere Blaster auf. Natürlich ist es effizient, wenn man für zwei Blaster einen Kühlturm macht. Weil der hilft beiden. Und wir sparen dabei Geld. Das ist sehr praktisch. Manchmal ploppen hier auch so Boni auf dem Feld auf, die man dann anklicken muss, damit es. Also sind auch diese Upgrades halt. Die muss man halt auch anklicken, wenn sie erscheinen. Haben die echt schon einen Turm von uns angegriffen? Scheiße. Ach nee, doch nicht. Habe ich mich geirrt. Und 100 Titanen besiegt. Sehr schön. Mission erfüllt. Gut. Oculus Triplodocus. Okay. Phasenverstärker, mehrläufige Waffentechnologie. Das brauchen wir dafür noch, genau. Denn ich würde sagen, wir brauchen unbedingt bessere Waffen für die Zukunft. Okay, das war's mit den Quellen. Machen wir mal. Bauen ein Kühlturm, ist perfekt. Nicht perfekt aufgespart. Und dann machen wir hier noch zwei extra Türme hin. Da das alles schwere Blaster sind, müsste das eigentlich gut hinhauen. Oh fuck. Scheiße. Okay, da haben sie doch schon einen Turm angegriffen. Aber es ist jetzt noch keinen größeren Schaden gemacht. Noch kein Gebäude zerstört. Genau, vorsichtig, kein einziges Gebäude verloren, aber sie haben sie etwas beschädigt. Oculus Rex. Oh. Okay. Der scheint schon etwas größer zu sein. Chemie, Teilchenphysik. Ja, da machen wir jetzt den Multiblaster und danach würde ich sagen. Boah, das ist übrigens vom Spiel her, dieses
Manchmal passiert es, dieser Stroboskop-Effekt. Ja, es müsste sein. Wir machen jetzt Multiblaster. Der kostet natürlich wieder mehr, aber ist natürlich viel stärker als die anderen. Yay. So, drei Kristallquellen. Und dann machen wir schon mal gleich den ersten Multiblaster. Oder besser drei. Sind verdammt schnell, die Dinger. Brauchen dafür aber auch mehr Munition natürlich. Oh shit. Okay. Offensichtlich, was ist das denn? Ach, es gibt jetzt noch mehr Power-Ups. Die habe ich noch gar nicht gesehen hier. Die habe ich noch nicht gesehen, dass die generellen hier, aber die habe ich noch nicht gesehen. Verbessert die Kühlung hier des Turms. Ich glaube, das sparen wir uns mal auf. Ja, ich glaube, das sparen wir uns mal auf für später. Für Notsituationen. Ist das eine gute Idee? Ja, bis jetzt geht noch alles super hier. Also brauchen wir dann auch noch keine kleinen Flüssigstickstoff. Neuer Rang erreicht, Leutnant. Sehr schön. Geht ihr schneller als in Battlefield 3. Okay, das Level habt ihr auch im Aufnahmetest gesehen, aber die Karten sind zufällig generiert, also RNG. Und daher könnte die Karte jetzt viel anders aussehen, als sie im Video aussah. Ich glaube, für manches brauchen wir das hier auch wirklich, diesen Phasenverstärker. Genau, für hier, für die Blaskanone. Deswegen machen wir jetzt mal auf Phasenverstärker. Sehr gut. Oh, wir haben eine größere Quelle. Für größere Quellen mache ich meistens gleich zwei Raffinerien. Weil die halt auch viel größer sind. Hier noch eine kleine. Gut. Eigentlich müssten wir erst die Türme und dann die Raffinerien aufbauen. Weil die Titanen nämlich erst kommen, wenn wir die erste Raffinerie gesetzt haben. Das beachte ich dann vielleicht. beim nächsten Level. Die Karte ist gar nicht so anders als die im Aufnahmepass eigentlich. Ich weiß gar nicht genau, ob die jetzt wirklich anders ist. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Egal. Auf jeden Fall ist das wieder Warsaw oder Warschau. Warsaw ist der englische Begriff für Warschau. Der englische Name, besser gesagt. Oh, scheiße. Uh-oh. Uh-oh. Okay. Nicht zerstört, aber krass beschädigt der eine Turm hier. 50 Titanen besiegt, sehr schön. So. Weiter. Na super. Blaskanone. Die kostet genauso viel wie die vorherige. Aber hat noch ein paar extra Fähigkeiten.